Hier ist es jedenfalls nicht. Also hier in dem Bereich ist es nicht. Ah! Hallo, gespawnter Zombie. Also hier hoch warst du schon. Nee. Da gewesen sein, wo ich die Wahl gefunden habe. Und danach war ich wahrscheinlich beim Kampf, habe ich die Waffe gewechselt und dann hat er wieder die falsche Waffe gewechselt. Wie das so ist, ne? Hier liegt noch eine Pistole. Oh, da war ich, weiß gar nicht, wo ich noch hin muss. Das ist der einzigste Gang, wo ich jetzt auch noch nicht war. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch einen Bogen in der Kiste haben. Also ist jetzt nicht so tragisch. Aber wo war das denn? Wo du gekämpft hast? Weiß ich nicht, Alea. Ich weiß es nicht mehr, wo das genau war. Ich hab's ja nicht gemerkt. Wenn ich's ja gemerkt hätte, wär's ja einfach, ne? Ich hoffe, ich finde jetzt noch den Ausgang. Ha! Hier war ich auch schon. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Hier runter. Hier waren wir auch schon, ne? Oder? Ja. Ja, dann komm, vergiss es. Muss ich mir halt den. Wir haben ja nur einen Bogen in der Kiste liegen. Scheiß drauf. Aber dann kaufst du dir einen neuen. Nee, sonst. Ach, ja, sonst kaufe ich mir einen. So viel haben die, glaube ich, nicht gekostet. Ging es jetzt hier raus? Ich glaube, da lang. Ich glaube auch. In Richtung Udo. Hing mal Richtung Udo. So, hier ist schon mal ein Rucksack. Das ist der von mir. Aber hier liegt er auch nicht, dass es hier gewesen ist. Na egal. Na. Oh, ich sehe gerade, ich muss noch was essen und trinken. So,
kommen wir jetzt raus hier irgendwie? Ich esse gerade und trinke gerade was. Oder lade ich nach. Dann können wir es angehen. Gugu, kann er da? Tschüss, das ist so. Merkwürdig. Wieso habe ich zwei Blase voll? C1-Infektion, C2-Infektion. Blase voll kann ja noch was gegen tun. Der Pinkel. Oh, Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Und erbrechen kann ich es auch gar nicht. So. In die Hand nehmen. Oh, ich sehe gerade, ich habe meine Sachen gar nicht repariert. Wäre es natürlich schöner, wenn man eine Weste gefunden hätte. Aber es wäre schon eine Nummer sicherer, um rauszukommen. Wie willst du hier überhaupt rauskommen? Viel Glück. Glück. Außen ist jetzt dunkel. Kommt gerade zur Tür. Dreht sich um. Bin draußen. Ich sehe es. Ich kann es gerade gar nicht fassen. Ich habe gedacht. Ey. Auf mich rum zum Ballern. Ich habe gedacht, jetzt wo er zum Dings hinläuft, mach das mal. Mhm. Können wir ablenken? Ja, bitte, bitte. Genau, warte mal. Gehen wir nach oben. Nein! Hat mich nicht erwischt, bin draußen. Boah! Ich bleib drin. Ja, jetzt kommen beide Robbys. Jetzt ist es auch besser, wenn du drin bleibst. Ganz laufen, er ist jetzt auf uns konzentriert. Gerade aus dem Tor. Okay, hat's geschafft. Okay, jetzt muss ich mich kurz mal verarzten. Jetzt hat er mich nämlich wieder erwischt. Was vernünftiges Zeug? Ja, ich habe einen Druckverband. So, das war aber auch mein letzter Verband. Tja, dann muss ich das nochmal aus der Torte laufen lassen. Ich habe nämlich ganz vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ah, nicht die Rucksäcke vergessen, ne? Ach ja, die müssen wir ja erst zum Boot. Wir müssen ja erst zum Boot laufen und dann. Ja, wieso? Ich kann einen nehmen. Du kannst einen nehmen? Okay, ich auch. So, mal. Die sind ja leer. Vielleicht in deinem eigenen Envy. Ja, ich guck mal grad. Nee, ich bin voll. Nee, ich kann keinen nehmen. Der blaue, der bleibt liegen. Ist schon längst eingepackt. Oder? Nee, liegt immer noch da.
Soll ich den jetzt mitnehmen oder nicht? Ja, ja. Mit. Weiter links. Keine Lust, in den Tankstellenbaum mal reinzulaufen, falls es welche gibt. Oh, shit, wohl. Oh. Waren wir nett und haben uns ein Boot angemacht. So, Rucksack ist drin. Oh. Muss noch einen anderen Rucksack loswerden? Rucksack loswerden? Wieso? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist mal, kann ich meine kugelsichere Weste. Ah ne, die kann ich ja mit einer Reparaturset, kann ich sie ja trotzdem reparieren. Ja. Vielleicht kriegst du ja noch hin. Mit Glück. Muss ich übergeben oder warum liegst du hier? Ich liege hier, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ah, okay. So, haben wir es überlebt. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall hallo und willkommen zur nächsten Folge. Die wird jetzt aus der Retorte kommen, weil ich vergessen habe, Aufnahme zu drücken, wie ich eben schon gesagt habe. Aber ihr kriegt sie dann in Twitch-Qualität dann leider. Und wir haben es rausgeschafft. Ich habe jetzt überlegt, eigentlich sind wir ja durch hier mit der Insel. Wir können jetzt eigentlich nach Hause fahren und den Dirk dann beim nächsten Mal abholen. Wir gehen ja nächstes Mal dann weiter auf der Insel. Ja. Also, sei denn, ihr wollt euch ausloggen, aber im Prinzip können wir auch so nach Hause fahren. Ich werde mich drüben ausloggen. Ich habe nichts vor morgen. Okay. Nein, ich kann noch bis nach Hause fahren. Okay, alles klar, dann fahren wir gleich noch nach Hause. So, alle, ja, dann setz dich hin, dann können wir los. Ich repariere gerade noch meine Jacke. Ich habe Schmerzen. Nee, echt? Ja, mal Lappen. Jo, fahren wir zurück. Ja, jetzt ist es gut mehr, aber hier ganz ruhig, ne? Ja. Jetzt wir müssen weiter rechts. Ah ja, stimmt, da ist die einfach zum Brücke, da müssen wir auch weiter rechts. Stimmt. Ich sehe das Auto schon. Ah ja, ich auch. Ja, wir sind ja jetzt die Inseln fast durch. Es fehlt nur noch Z2. Die
Stadt und der Bunker und natürlich der Güterbahnhof, die Waffenfabrik. Da gehen wir dann am Sonntag in Richtung. Gucken, wie weit wir schaffen. Fährt nicht weiter. Na, ja, dann lass ich es hier stehen. Blödes Boot. Passt der noch rein oder müssen wir Platz machen? Der passt nicht mehr rein. Das dachte ich mir. Ach, dann nehme ich den raus. Ich kann den auch einfach in meinem Rucksack lassen. Ne, lass mal. Ich habe gerade einen kleineren rausgenommen. Kannst du ruhig reintun. Natürlich die Sachen hier aus dem jetzt in dem Rucksack rein und dann bleibt. Wer hat jetzt den blauen Rucksack reingetan? Ja, danke. Dann bleibt der blaue hier. So. Let's drive. Alia, du musst fahren. Ne, ich fahre auch nicht, Leute. Ich bin müde. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig zum Fahren. Hast du die Karte, um zu gucken, wo ich langfahren muss? So, setz dich rein. Ja. Hörst du doch noch? Ja, ich fahre nach Hause. Na gut, supi. So, bin drin. Und ja, ich könnte uns nach Hause lotsen. Gut. So, ja, wir fahren jetzt nach Hause, wie ihr merkt, und verabschieden uns somit Vorläufer von Z4. Werden nächstes Mal dann noch den Dirk hier abholen fahren. Und dann geht's, wie gesagt, rein in Z2. Und schauen uns dann die letzten Low-Level-Poys an und dann werden wir uns auch mal wahrscheinlich die ersten High-Level-Poys dann tun und von daher seid dann einfach das nächste Mal dabei und ich verabschiede mich an der Stelle von YouTube. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, hallo. Willkommen zu einer kleinen Ergänzung der letzten Folge. Ihr habt ja, wenn ihr Live-Twitch schon geguckt habt, habt das schon gesehen. Aber für die YouTube-Zuschauer ne, habe ich es also noch nicht gezeigt. Denn im Off bin ich nicht fleißig auf der Karte unterwegs, sondern im Off bin ich immer fleißig an der Base am Bauen. Und nein, das ist nicht die Base, die, das Dorf für uns. Ihr wisst, wo das Dorf ist, die das Let's Play regelmäßig verfolgen. Nein, das ist natürlich schon original hier drin. Nein, die Base ist im Rücken und damit so ein gewisser Tada-Effekt ist, dachte ich, ich drehe mich mal weg. Und den Rest der Folge wollte ich euch einfach mal kurz den Stand der Dinge im Base-Building von der Base euch zeigen. So, das ist die Base. Größtenteils kennt ihr die schon. Wie seht es, einiges dazugekommen, seitdem ich die letzte Mal euch gezeigt habe. Meistens seht ihr ja nur, wie wir auf der Karte unterwegs sind. Ja, ursprünglich war ja gedacht, dass es hier so eine Art Umfahrt gibt, ne, dass man hier rechts reinfährt, links wieder rausfahren kann. Das hat sich leider inzwischen komplett erledigt. Die Tore gibt es zwar noch, aber es besteht momentan halt die große Frage, ob es überhaupt noch so bleibt. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es ändern werde hier vorne im Bereich, aber wahrscheinlich werde ich es ändern, weil es die Umfahrt nicht mehr gibt, nämlich wegen dem hier. Also wie ihr seht,
Man kann gar nicht mehr ums Gebäude rumfahren. Normalerweise wäre es jetzt also so, dass man entweder hier vorne durch ein Tor reinfährt, wird dann hier rechts rumfahren, wird dann mit dem Auto hier hochfahren und könnte dann damit noch hier reinfahren. Und ihr seht auch, ein Auto steht hier schon drin von der letzten Loot-Tour. Ne, also immer wenn die YouTube-Aufnahme aufhört, läuft es auf Twitch ja eigentlich noch weiter. Und das, was man da sieht, ist halt quasi, ja, wir nach Hause fahren und das Auto noch leer kramen. Also viel verpasst ja nichts Wertvolles sozusagen. Aber wir lassen einfach den Online-Stream, lasse ich einfach weiterlaufen. Und die Kollegen haben es also schon ein paar Mal gesehen. Ne? Das, ich glaube, schon zweimal gesehen. Dass man also tatsächlich jetzt hier reinfahren kann. Es ist aber sehr, sehr hakelig, weil durch die Änderung, die oben passiert ist, müssen hier diese Stützpfeiler reinkommen. Und ja, dadurch ist das Ganze halb sehr, sehr schwierig. Das heißt, auch hier werde ich dann nochmal ändern. Was ich aber vor allem geändert habe, und das fällt euch, denke ich mal, direkt auf, das erste Haus ging ja nur bis hier. Und jetzt sind nochmal 3 komplette Karrees dazugekommen. Es ist deutlich breiter. Oh, da sehe ich gerade, Udo ist hier gewesen offensichtlich, denn sein Auto steht nicht mehr da, wo es gestanden hat. Es steht jetzt draußen. Ja, also hier ist der Park, ist quasi die Parkplätze der Fahrzeuge. Und der Udo war so freundlich und hat das Auto einfach vom Tor abgestellt. Ja, sehr nett. Ja, also, hier ist jetzt die Lagerkiste. Die sind ein bisschen inzwischen anders, weil ja, passt da auch nicht mehr ganz, ne? Sind aber fast noch immer die gleiche Anzahl. Und neben den Parkplätzen hier, was auch noch nicht so richtig funktioniert, das heißt, es wird insgesamt nochmal eine Base-Erweiterung in diese Richtung auf jeden Fall geben, gibt jetzt hier also eine Treppe. Oh, ja, das muss ich noch zeigen. Wie ihr seht, der zweite Eingang hier vorne ist auch verschwunden. Ich fand das einfach nicht schön, mit dieser Wendeltreppe in die Base reinlaufen zu müssen. Das sah einfach wie gewollt aus und nicht gekonnt. Okay, hier drinnen hat sich auch, ja, eigentlich nicht viel verändert. Der Zaun ist halb fertig geworden. Das Gebiet wird also jetzt nicht mehr größer wie das hier, habe ich mich zu entschlossen. Weil einfach der Unterhalt der Base jetzt schon also immens teuer ist. Ne? Also es kostet richtig viele Reparatursets bei einer Base dieser Größe, die zu unterhalten, und ich tue es tatsächlich, auch wenn der ein oder andere vielleicht jetzt denkt, oh, du spawnst dir doch so oder so die Reparaturkits. Nein, mache ich nicht. Ich baue tatsächlich mir die Reparaturkits dann aus den gesammelten Sachen. Deswegen, ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt, bei den Aufnahmen heißt es dann auf einmal, nee, bitte guckt, dass ihr mir heute viel Metall sammelt, weil ich muss Reparaturkits bauen. Ne? Also das basiert darauf, dass ich diese Base natürlich auch unterhalte im Auf. Hier habe ich mal, das ist bis jetzt die einzigste Beleuchtung in der Base, dieses Lagerfeuer gebaut. Das wird wahrscheinlich kaputt gehen, wenn die Base jetzt nochmal einmal hier in die Richtung erweitert wird, aber naja. Ich wusste ja vorher nicht, dass das nicht so richtig, nicht richtig funzt. Hier habe ich jetzt einen Unterstand gebaut, das heißt, wir können auch jetzt hier spawnen, wenn wir sterben. Ja, haben wir aber jetzt, weil wir auf der Insel unterwegs sind, bis jetzt noch nicht genutzt, weil wenn man hier spawnt, das habe ich ja schon mal erklärt, das ist auch der Grund, warum wir den Teleport-Befehl ja immer benutzen. Habt ihr ja auch gesehen, wir benutzen ihn nicht, um es unser Spiel leichter zu machen, sondern um einfach bei der relativ kurzen Aufnahmezeit von normalerweise 3 Stunden, bei der aber 2,5 Stunden Material abfallen muss, das heißt, wir können nicht viel Mist bauen, sozusagen, also nicht viel Müll produzieren, indem wir halb stundenlange Fahrten durch die Wildnis eben halb euch zeigen, sondern wir wollen euch wirklich nur zeigen, was wirklich die Action ist, was wirklich halb, wie die Loot aussieht, die Umgebung aussieht von Pois oder Orten, wo wir noch nicht gewesen sind, damit ihr das einfach mal seht und euch selbst ein Bild macht, wo ihr da auch fahren wollt, ihr euch Spielstall. Oh, ich will gehen, Entschuldigung, ist schon in euren Spielstand ist schon 20 nach 1, es wird spät. Ja, und deswegen fahre ich eben halb fahren wir halb die Pois ein bisschen ab, damit ihr euch da eine Meinung bilden könnt. Aber halb jedes Mal die Anfahrt, das wird einfach viel zu lang dauern. Dafür reicht diese Aufnahme von Zeit von 3, ja, maximal 4 Stunden nicht aus. Wir machen sie ja schon mal länger, dass wir sie auf 4 Stunden oder 3,5 Stunden erweitern. Verlängern, weil manchmal die Aufnahmen nicht reichen, weil es müssen ja jedes Mal
Oh ne, 2,5 Stunden, ich habe es ja schon auf 2 Stunden verringert, also auf 4 Folgen pro Woche verringert, damit es überhaupt genug Material entsteht. Und deswegen habe ich schon auf 4 Folgen verringert, weil selbst das ist nicht immer der Fall. Deswegen auch der Spawn hier macht nur dann Sinn, wenn wir natürlich in der Nähe unterwegs sind, ne? Weil dann macht das natürlich Sinn, wir haben ja mehrere Autos, dann kann man dann nochmal neu anfahren. Das geht ja relativ schnell, wenn es in der Nähe ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir hier im Flughafen zum Beispiel nehmen würden. Dann macht das ja Sinn, dann hier zu spawnen. Ist ja etwas, was wir in einer der nächsten Folgen machen werden. Aber in allgemein, klar, also dadurch, dass es immer schnell gehen muss, macht deshalb keinen Sinn. Und wir versuchen schon im Sektor zu landen, dass wir halb, wenn es in der Nähe die Landung ist, da zumindest dann halb auch laufen. Also wir machen nicht immer den Teleportbefehl, aber manchmal geht es einfach aufgrund der Aufnahmezeit nicht anders. Hat es ja schon am Anfang der Staffel immense Kritik an uns gegeben, weil man das auch nicht gewohnt von uns ist, dass wir halb cheaten. So sehen es halt manche, dass das schon cheaten ist. Aber wie gesagt, es ist einfach der Technik hier jetzt ausnahmsweise, weil Scum ist das einzige Spiel, wo wir das bisher gemacht haben. Das ist auch die einzige Staffel, wo wir es bisher gemacht haben. Ich erkläre mich immer wieder, weil ich weiß ja nicht, ob dann jeder das dann auch hört. Weil jeder guckt ja auch nicht jede Folge, ne? So, also hier, wie ihr seht, die Terrasse ist jetzt hier, ist verlegt worden und stattdessen ist hier oben ein Gebäude. So, und das ist jetzt der Gemeinschaftsraum. Also das ist quasi unser gemeinsamer Schlafzimmer. Hier hat jeder seine eigene Kiste. Ja, die ist auch nicht unter Verschluss, ne? So ehrlich sind wir zueinander. Hier muss noch ein bisschen für Beleuchtung gesorgt werden. Ich habe jetzt mal diese chinesische Laterne mal ausprobiert, wie viel Licht die bringt. Hier diese wunderschönen Kronleuchter sind ja sehr schön, aber bringen ja die Kerzen daran sich ja leider nicht an. Sonst bringen die ja gar kein Licht. Und ja, aber letztendlich werde ich hier noch ein paar Fackeln reinbauen müssen, weil auch die chinesischen Lampen bringen nicht viel Licht. So, hier wird dann der Garten entstehen. Der ist leider also noch immer nicht entstanden. Wenn, dann würde ich das euch zeigen, weil das interessiert euch ja auch, logischerweise. Ja, das Gästehaus hier auf der Seite ist ja schon seit längerem fertig, aber noch immer ummöbliert. So, und das Gästehaus hier auf der Seite ist inzwischen also auch fertig. Und wie ihr seht an den Blaupausen, die hier drin sind, ne, da arbeite ich jetzt also auch an der Mobilierung momentan. Das ist quasi das nächste, was fertig wird, ist quasi dieses Gästehaus. Dann kommt hier natürlich auch eine Tür rein. Der Lagerraum zum Gästehaus, der, deshalb so ein bisschen negativ an der ganzen Sache, der ist leider offen, ne? Aber der bekommt hier also keine Wand rein. Aber vielleicht ist ja die Frage, ob man das überhaupt als Lagerraum verwenden will oder ob das noch eine Gästewohnung wird, weiß ich noch nicht. Bis jetzt haben wir ja nur einen Gast hier auf dem Server. Die möchte ich an der Stelle auch nochmal grüßen. Aber vielleicht werden es ja mal mehr. Und da könnte man ja da unten die dritte Wohnung dann auch noch einrichten, falls der mal hier auf Besuch ist. So. Ansonsten, ja, wird hier noch eine Lagerkiste werden hier auch hingestellt für die Gäste, damit zur freien Benutzung. Und das gleiche passiert dann da drüben auch. Allerdings wird das dann hier, weil es ja schmäler ist wie die andere Wohnung, wird das dann hier auf 2 Etagen verteilt dann eine Wohnung sein. Und da drinnen könnte man halt, wie gesagt, dann noch eine dritte Wohnung bauen. Ich glaube, das werde ich auch machen. So. Ja, das war eigentlich der kleine Rundumblick hier über die Base. Da vorne steht das Holztransportauto. Hier unten steht unser Ersatzauto dann noch. Und das war es eigentlich auch, was für ein Equipment wir also haben. Ah ja, vielleicht interessiert das auch noch den einen oder anderen. Ne, wir haben also hier Kleidung, Essen, haben eine Kiste für alles, was verkauft werden soll, eine Technikkiste, eine Reparaturkiste für Schrotwaffen und Pfeile, Pistolen haben wir und hier sind dann sämtliche Automatikgewehre einmal bis 7mm Patrone und ab 7mm Patrone. Ja, und für die vielleicht schon überhaupt mal wissen wollten, was gibt es eigentlich so für Waffen? Ich
würde jetzt nicht sagen, wir haben noch nicht alle. So, das war die kleine Rundführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nur als kleine Ergänzung zu der Folge. Oh, die Folge ist jetzt schon sehr lang. Ich glaube, ich lasse das, werde das die Waffenerklärung wegsteigen, weil einfach die Folge dann sonst zu lang wird. However. Ja, ich danke euch auf jeden Fall wieder mal fürs Zusehen und ja, bitte unterstützt uns weiter bei Scrum. Wir wollen ja noch den Rest der Karte erkunden und ja, von Woche bis zu Woche werden es momentan weniger Zuschauer und obwohl wir jetzt inzwischen wirklich wieder viel Action für euch zeigen und finde ich schade. Action wird jetzt nochmal mehr, wir gehen jetzt in den High-Level-Poise bald rein und das wird auch dann nochmal ein gutes Stück schwerer. Also von daher, ich hoffe, ihr bleibt uns da noch eine Weile treu. Ne? Bis dann, tschüss.